Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Yontek-Kanal. Diesmal geht es weiter mit einem neuen Unboxing-Video und zwar haben wir vor uns die neuen BeQuiet Silentwings 3 Lüfter in der 120mm Variante. Der Vorgänger war ja die Silentwings 2 und war auch ein sehr beliebter Lüfter-Serie, also hat viele Verkaufszahlen gemacht und danach bringt auch BeQuiet jetzt das neue Silentwings 3, das nochmal überarbeitet worden ist. Das kommt auf maximal 16,4 Dezibel, also eine ordentliche Lautstärke, wie ich finde, weil ich kenne deutlich lautere Lüfter. Deshalb auch die Silentwings mit dem Namen, es soll halt silent sein. Ansonsten hier auf der Verpackung nochmal ganz kurz, hier ist eine Abbildung, was jetzt in der Verpackung auf uns erwartet. Und 1450 Umdrehungen pro Minute auf volle Drehzahl. Das kann man natürlich auch drosseln. Zeige ich gleich. Also hier nochmal ganz schick gehalten eigentlich von der Verpackung her. Hier ist halt der Lüfter drin und hier Accessoires. Mal schauen, was dort alles drin ist. Also hier in so einer kleinen Box hier. Dann öffnen wir das Ganze mal hier und da kommen auch unsere Zubehör sozusagen für das Lüfter raus. Also hier nochmal ein paar, die kann man halt an den Ecken des Lüfters anbringen. Je nach Bedarf, wie man es möchte. Ein paar Schrauben. Hier nochmal Gummischraubenartige Schrauben, also eher Plastik, kein Gummi, damit wirklich dieses Silent erreicht wird, damit deswegen diesen Schrauben jetzt nicht für mehr Lautstärke sorgt. Und da hat man eigentlich auf alles gedacht. Und hier das Kabel, also hier vielleicht auch mal nochmal zu zeigen, wäre halt wichtig, 5 Volt, 7 Volt und 12 Volt. Wenn wir es auf 12 Volt anschließen, dann läuft es halt auf diese volle 1450 Umdrehungen pro Minute. Aber wenn wir können halt Energie sozusagen von hier aus mit diesem Kabel nicht steuern. Wenn wir 7 Volt wählen, dann drehen sich die Lüfter ein bisschen langsamer und man hört auch weniger. Oder halt 5 Volt, dann drehen sie sich halt ziemlich langsam, sage ich mal, und man hört kaum was oder so gut wie nichts. Also schönes Zubehör auf jeden Fall. Könnt ihr dann je nach Bedarf, wie ihr es wollt, dann anwenden. Ansonsten jetzt erstmal zum Lüfter hier. Genau, also hier das Silentwings 3, nochmal 120mm. Wenn wir die Verpackung mal hier öffnen, dann erscheint doch unser Lüfter hier sofort vor Augen. Also hier BeQuiet. Also sieht auf jeden Fall super aus, die Silentwings 3 Lüfter. Ich habe ja die Silentwings 2 auch hier in meinem Kanal ein Unboxing-Video dazu. Und es sieht auch vom Design her ein bisschen anders aus. Vor allem von diesen Krümmungen hier auf diesen Seiten. Und ja, also Geschmackssache auch auf jeden Fall. Aber bei diesem Lüfter, die sollen jetzt auch wirklich zu einer Wasserkühlung optimiert werden sein. Also die Lüfter passen hier in eine Wasserkühlung rein. Bei der Silentwings 2 hat man das nicht so empfohlen, aber die wurden jetzt auch wirklich dafür entwickelt, dass man die auch auf einen Wasserkühleradiator anschließen kann, weil er BeQuiet auch demnächst seine eigenen Wasserkühlung anbieten wird mit den Silentwings 3 Lüftern auch. Deshalb auf jeden Fall eine klasse Sache von BeQuiet. Jetzt, ich habe das auch für meine Wasserkühlung, also für meinen Radiator gekauft. Deshalb ist es auch wirklich eine sehr coole Sache auf jeden Fall. Also mehr, was kann ich noch so zeigen? Also vielleicht die Rückseite halt nochmal. Was steht hier? BeQuiet Silentwings 3, 1450 Umdrehungen und so weiter. Also dieses ganze Ding mit 12 Volt und produziert in China. Ja. Ist ja meistens heutzutage immer so, aber BeQuiet ist ja eigentlich trotzdem qualitativ, also von seinen Namen sozusagen weiß man ja, dass die eigentlich nichts Falsches hier herstellen. Ansonsten war es das mit dem Unboxing-Video, viel mehr gibt es hier nicht zu zeigen. Natürlich ist auch eine gewisse Bedienungsanleitung wieder mit dabei und das, was ich hier vorher gezeigt habe, genau diese Schrauben hier. Die kommen dann halt in diese Ecken hier. Ich zeige es nochmal hier für euch. Genau, hier an den Ecken hier von den Lüftern kommen halt je nach Bedarf entweder diese mit den großen Variante hier oder das andere an den Ecken hier ran. Genau, das war's dann mit diesem Unboxing-Video. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme hier im Yontek-Kanal. Bei Fragen einfach einen Kommentar schreiben und ich versuche, eure Fragen zu beantworten. Ansonsten
Auf Wiedersehen.